wir finden, dass unsere Frage ist ein Menschenrecht. Das ist das Unterschied mit dem Vorschlag von der SVP. Ja. Bei uns geht es um ein Menschenrecht. Es steht in das Vertrag von United Nations, Vereinigte Nationen. Und wir gehen weiter mit unseren ISAC. Ja. Wir haben schon verschiedene hunderttausende Unterschriften versammelt. Ja. Samstag war ein sehr guter Tag. Wir haben 17.500 Unterschriften elektronisch versammelt. Ja. Neben all die Papieren Unterschriften, wie hier in Südtirol. Ja. Und wir sind sicher, dass wir mindestens 1 Million Unterschriften versammeln sollen. Ja. Und wir bringen den dann am 30. März nach ein Jahr bringen wir das Million Unterschriften nach der Europäischen Kommission und nach den Europarlamentariern. Sie müssen da Rechnung mit halten. Meine Frage ist, was will nun passieren mit der Kampagne von VN und von SVP? Sind Sie auch überzeugt über Ihren Grund, um die Frage zu stellen? Und sollen Sie nun auch Unterschriften versammeln über ganz Europa? Ja? Ich muss sagen, in Flandern, unsere Bewegung ist auch Mitglied von VN. Ja? Wir haben von diesem Vorschlag noch nichts gehört. Ja? Im Gegenteil, mit unserem eigenen ISAC-Vorschlag. Das läuft über ganz Europa. Gestern war noch ein großes Artikel in de Scottish Herald über unseren Vorschlag. In Katalonien war es letzte Woche ein ganz großes Punkt in die Medien. Es ist, was in viele, viele verschiedene Länder läuft. Ja. Und wir sind überzeugt, dass wir das Recht auf unsere Hand haben und dass wir das Millionen Unterschriften sollen versammeln und das Recht auf Selbstbestimmung auf den politischen Agenda in Europa setzen können. Ja.